Dürre auf deutschen Feldern, Bauern klagen über Ernteausfälle, fordern 1 Milliarde Euro staatlicher Hilfen. Bund und Länder wollen sich nun einen aktuellen Überblick verschaffen. Ein Treffen von Experten des Ministeriums sollte am Montag in Berlin zur Klärung beitragen. Bereits Ende Juli hatte es eine erste Bestandsaufnahme gegeben. Mittlerweile scheint sich abzuzeichnen, dass 1 Milliarde nicht genug sein wird. Deutschen Medienberichten zufolge könnte diese Summe gerade einmal für die Schäden im Bundesland Schleswig-Holstein knapp ausreichen. Für die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner scheint ausgemacht, Dürrehilfen sollen nach regionaler Belastung gewichtet werden. Zu unterschiedlich hätten sich die hohen Temperaturen ausgewirkt. Zuletzt stellte sie gezielte Hilfen für Landwirte in Nord- und Ostdeutschland in Aussicht. Die Einstufung der dortigen Lage als Notstand könnte Finanzmittel freimachen. Klöckner hatte schon im Juli gesagt, sie wolle das Ergebnis des aktuellen Ernteberichtes abwarten. Der soll zeitnah vorgelegt werden.